Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Und wo ich mich hier befinde, erzähle ich euch gleich. Ich befinde mich gerade hier in Galižana. Das ist in Kroatien. Ein kleines verschlafenes Nest. Unweit vom Meer entfernt. Etwa 10 Kilometer. Da laufe ich jetzt hin. Und werden wir auch schön ins Meer gehen zum Baden. Aber wird noch ein langer Weg werden. Puh. Hier sieht man jetzt das Ortsschild gerade noch so. Ich verlasse Galižana und laufe nun Richtung Votnjan. Ist nur eine kleine Zwischenstation in Votnjan. Danach geht es nach Peroj. Und in Peroj ist dann das Meer. Mann, oh Mann. Ja, ich bin im Kroatien-Urlaub gerade hier. Vor ein paar Tagen ist Kroatien Weltmeister der Herzen geworden. Ich habe es hier gesehen. Leider ist nichts geworden mit der Weltmeisterschaft. Aber trotzdem eine geile Party. Und die Leute super nett und super cool. Ja, hier fahren Autos. Hier muss ich aufpassen, dass ich nicht kaputt gefahren werde. Bin ich schon 20 Minuten ungefähr unterwegs, komme gerade nach Votnjan rein. Ganz schöne Hitze und ganz schön lang alles. Das ist irgendwie anders in Erinnerung. Ich glaube, bis zum Meer ist eine fette Strecke, aber ich muss ja nur hinkommen. Zurück werde ich abgeholt. Oh je, trotzdem ganz schön hart. Gerade aus Votnjan raus. Ich bin jetzt auf der Strecke, die ich vor 3 Tagen schon mal gelaufen bin. Aber da laufe ich jetzt nicht mehr zurück. Man läuft dann geradeaus weiter Richtung Meer. Mittlerweile kenne ich den Weg. Ja, am ersten Tag ein bisschen blöd. Naja, ich bin unterwegs. Jetzt schon eine knappe 3/4 Stunde. Läuft. Ist anstrengend, aber läuft. Alles gut, die Beine machen mit. Auf das, logisch. Jetzt bin ich seit einer Stunde unterwegs. Hart, hart, hart. Ich komme irgendwie nicht an. Scheiße, ich habe die Strecke unterschätzt. Aber ich beiß mich jetzt durch. Ich muss zum Strand. Das ist der Plan. Auch wenn die Autos hier stetig an mir vorbei sausen, heißt es ja. Ich laufe weiter, bis ich beim Strand bin. Und dann ist gut. Scheißhitze. Wir haben, glaube ich, 34 Grad oder so. Und ich renne hier rum. Bescheuert. Jetzt bin ich in Peroj. Jetzt muss ich nur noch einmal durch den gesamten Ort durch. Und dann ans Meer. Ich würde mal sagen, so 1,5 Kilometer habe ich noch. Circa 10 Minuten. Krieg ich hin! Jetzt bin ich schon an der direkten Strandstraße. Es sind noch 200 Meter zum Meer. Ich melde mich gleich. Hab's gleich geschafft. Wie geil ist das denn? Jetzt bin ich angekommen. Hinter euch, vor mir, ist das Meer. Ich drehe mich rum. Das ist der Strand von Peroj. Da wollte ich hin. Da werde ich gleich abgeholt. Aber jetzt erstmal ein kühles Bier. Ganz, ganz wichtig. Ich habe es geschafft, bis zum Strand zu laufen. Check. Bei der Bullenhitze. Check. Und wie viele Kilometer das sind, das muss ich später nochmal gucken. Das fahre ich nochmal ab. Das schreibe ich aber jetzt als drittes nochmal rein. Check. Bis zum nächsten Sportvlog. Cheerio, Miss Sophie.